William Francis Kemmler wurde am 9. Mai 1860 im US-Bundesstaat Pennsylvania geboren. Seine Eltern stammten aus Deutschland. Beide waren Alkoholiker. Mit 10 Jahren brach Kemmler die Schule ab, ohne richtig lesen oder schreiben zu können. Er arbeitete in der Metzgerei seines Vaters. Seine Mutter starb infolge ihres Alkoholkonsums. Der Vater an einer Wundinfektion infolge einer betrunkenen Schlägerei. Kemmler wurde Hausierer und konnte sich bald Pferd und Wagen leisten, doch auch er selbst griff zum Alkohol. Später ging er eine rechtliche Ehe ein. Er arbeitete später in den Slums von Buffalo, New York, als Gemüsehändler. Am 9. März 1888 geriet er in einen Streit mit seiner ebenfalls deutschstämmigen Frau Mathilda Ziegler. Er beschuldigte sie, sie habe ihn bestohlen. Im Verlauf des Streites ging Kemmler, noch immer vom Vorabend alkoholisiert, zur Scheune, griff sich ein Beil, kehrte ins Haus zurück und schlug mehrfach auf seine Frau ein, bis der Tod eintrat. Er ging zu einem Nachbarn, gestand seine Tat und wurde noch am selben Tag angeklagt. Am 10. Mai 1888 wurde er wegen Mordes schuldig gesprochen. Das Urteil wurde 3 Tage später bekannt gegeben. Er sollte als erster Mensch durch den elektrischen Stuhl hingerichtet werden. Jeder Widerspruch durch Kemmlers Anwalt wurde abgewiesen. Am 6. August 1890 sollte das Urteil vollstreckt werden. Der Stromstoß dauerte 17 Sekunden und ein Arzt fühlte den Puls und erklärte, Kemmler sei noch am Leben. Der Strom wurde erneut eingeschaltet, dieses Mal mit doppelter Voltanzahl. Berichten zufolge soll es furchtbar nach verbranntem Fleisch gestunken haben. Adern waren geplatzt, das Gehirn verschmort. Ein Reporter kommentierte die Geschehnisse mit den Worten: Sie hätten es besser mit einer Axt gemacht.